Ja, ein Thema, was wahrscheinlich viele zieht, Fake News, man hört den Begriff überall und es geht in diesem Vortrag weniger um eine Definition des Ganzen, als vielmehr darum, wie kann man dem Ganzen eigentlich begegnen und wie kriegt man die wieder weg? Oder kriegt man die vielleicht gar nicht weg? Ich bin in der Forschung tätig, in der Wissenschaftskommunikation und Gesundheitskommunikationsforschung, deswegen sind die meisten Beispiele aus dem Bereich der Wissenschafts-Fake News. Sind aber nicht minder, die Ergebnisse sind nicht minder auch auf politische Fake News und andere Fake News zu übertragen. Ja, wie ist das mit diesen Fake News? Man weiß, insgesamt gibt es diese Fake News schon seit Jahrhunderten. Sie sind hartnäckig und verbreiten sich mitunter schnell. Eine kurze, ich muss noch eine kurze Änderung machen, und zwar in der Ansicht, sonst sehen Sie nämlich alles, was ich jetzt so erzählen möchte. Dann, das wäre sehr transparent auf jeden Fall. Jetzt sieht es auch so aus, wie es aussehen soll. Also, fängt jetzt an wie ein Witz, ist aber leider keiner. Was haben Donald Trump und Chuck Norris gemeinsam? Sie haben in der Vergangenheit beide die Mythe, dass der Mumps-Masern-Röteln-Impfstoff zu Autismus führt, verbreitet. Diese Mythe ist auch heute noch weltweit verbreitet und dass obwohl die Wissenschaft wiederholt widerlegt hat, dass es der Fall ist, dass obwohl verschiedene Medien immer wieder versuchen zu widerlegen, dass dies der Fall ist. Infolge dieses verbreiteten Impfmythos nahm wahrscheinlich die Impfquote auf der ganzen Welt ab und bei Masernausbrüchen in den USA sieht man wirtschaftliche Belastungen im mehreren Millionen Dollar Bereich. Ich habe Ihnen noch weitere Mythen, Gesundheitsmythen, Wissenschaftsmythen mitgebracht, auch aktuelle zum Coronavirus beispielsweise. Und was haben all diese Mythen gemeinsam? Im Gesundheitsbereich ist es so, dass wir alle danach streben, Gesundheit zu haben, zu erlangen, wiederzubekommen. Wir wollen also gesund sein. Und wenn wir nun nach Quellen suchen, wie wir gesund sein sollen oder können, haben wir schon evolutionär gelernt, dass wir besser auf das hören, was andere sagen, auf Nachrichten von anderen, wir hören auf Mythen beispielsweise, damit wir nicht alle Fehler selbst machen. Das ist also evolutionär zu erklären, warum wir uns zu Gesundheitsinformationen im Allgemeinen hinziehen lassen und im Falle von großer Unsicherheit auch gerne daran glauben, was eben irgendwo geschrieben steht. Und es macht uns anfällig für Fake News. Seit unserer Evolution haben wir aber auch eine andere Form des Wissens, nämlich aus der Wissenschaft, der wir vertrauen können. Und hier wird Wissen eben valide generiert. Und eher diese Wissensform sollte im Vordergrund stehen. Im Alltag ist Rezipienten wenig Zeit haben, wenig kognitive Ressourcen oder Motivation, zum Beispiel komplexe Themen wie wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich zu durchdringen. Da kommt es eben häufig zu Missverständnissen, zu Halbwissen und diese Unsicherheit und Angst macht, wie gesagt, den Menschen dann auch empfänglicher für Fake News. Wir wissen, wenn Mythen und Falschnachrichten einmal im Kopf eines Menschen sind, dann sind diese relativ schwer wieder wegzukriegen. Und fest steht, man braucht dann spezifische Debunking-Strategien, um Fake News zu widerlegen. Warum sind diese Fake News denn nun so stabil im Kopf? Falschnachrichten bilden im Kopf von Menschen ein Bild und liefern eine einfache Erklärung für Sachverhalte. Und wir wissen, dass je länger so ein Bild im Kopf gehalten wird, umso schwieriger ist es, hier etwas zu verändern oder dieses Bild wieder wegzukriegen. Wird nun eine Fake News widerlegt, entsteht also eher eine Lücke im mentalen Bild. Und der Mensch ist aber so, dass er
anstatt er ein unsicheres Bild hat oder kein Bild hat, lieber an ein falsches Bild glaubt. Wenn wir also keine bessere Erklärung haben für etwas, dann glauben wir lieber an die falsche Erklärung. Wenn diese Lücke nun gefüllt wird mit einer neuen Information, ist es so, dass die alte nicht einfach wegradiert ist, so als wäre sie nie da gewesen, sondern dann ist die richtige und die falsche Information im Speicher nebeneinander präsent und können um ihre Aufmerksamkeit konkurrieren. Aus der Forschung wissen wir nun, dass die Stabilität von solchen Fehlinformationen nicht nur durch eine uninformierte Bevölkerung oder durch die zunehmende Verbreitung von Fehlinformationen aufrechterhalten wird, sondern sie hängt ganz oft damit zusammen, welche individuellen Eigenschaften ein Mensch hat und wie er Informationen verarbeitet. Zur Rolle dieser Informationsverarbeitung ist es so, dass wir in der Forschung davon ausgehen, ganz grob gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten zu denken. Wir haben einmal die systematische Art zu denken und einmal die periphere Informationsverarbeitung. Das hängt davon ab, wie viel Kognition wir aufwenden möchten, wie viel Motivation wir haben, um ein Thema zu durchdringen, wie viel Fähigkeiten wir auch haben, ein Thema zu verstehen. Die eine Route oder die eine Verarbeitungsweise ist die systematische eben. Hier sind wir sehr aufwendig in der Verarbeitung und es ermöglicht eine detaillierte Erinnerung. Viel öfter kommt es aber leider zu einer peripheren Informationsverarbeitung. Was heißt leider? Das ist eine sehr wichtige Informationsverarbeitung, weil sie uns mit Gegenständen vertrauter macht. Sie sucht in blitzesschnelle Hinweise für unsere mentalen Modelle. Sie passiert also sehr schnell und automatisch. Allerdings ist diese Art der Informationsverarbeitung auch sehr begünstigend für den Glauben an Fake News. Zum einen hängt nämlich die Bewertung einer Information damit zusammen, für wie vertraut wir sie halten. Das, was uns vertraut vorkommt, dem glauben wir eher. Wenn eine Antwort oder wenn eine Frage zu einem Sachverhalt gestellt wird, ist es zum Zweiten auch so, dass potenziell automatisch eingespeicherte Informationen, wie bei der peripheren Verarbeitung, dass diese häufig eben schneller abgerufen werden als systematisch eingespeicherte Informationen. Das heißt, hier werden die Informationen dann abgerufen, aber ohne Kontextvariablen, das heißt, ohne zu wissen, von wem eine Information zum Beispiel kommt, und auch ohne später hinzugefügte Details, nämlich, oh, es ist doch nicht wahr gewesen oder es ist falsch. Das heißt, diese periphere Informationsverarbeitung begünstigt den Glauben an Fake News. Aus diesen ganzen theoretischen Erkenntnissen können wir nun Hinweise daraus kriegen, wie ein effektives Widerlegen von Fake News aussehen kann. Und hier haben verschiedene Forscher schon Best Practices Beispiele geliefert. Fest steht, wenn wir nicht systematisch verarbeiten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass vertraute Informationen trotz einer plausiblen Entlarvung weiter genutzt werden. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen versuchen, die Vertrautheit mit einer Falschinformation zu minimieren. Wie machen wir das? Indem wir uns auf die Fakten konzentrieren und weniger auf die Fake News selber. Also diese versuchen nicht zu wiederholen so häufig, sondern eher Fakten zu einem Sachverhalt wiederholen. Was noch? Wir brauchen eine systematische Informationsverarbeitung und die muss dann eben gefördert werden. Das kann passieren, indem man zum Beispiel sagt, jetzt bitte lieber Leser mal kognitiv anstrengen. Das kann aber auch passieren, indem man sagt, ja, das, was jetzt folgt, ist leider eine Fake News. Dann ist nämlich der Leser dazu quasi angereizt, mehr kognitive Ressourcen aufzubringen, um jetzt über das Nächste, was kommt, nachzudenken. Weiter müssen andere alternative, wissenschaftliche gesicherte Erklärungen geliefert werden. Wir haben diese Lücke und diese Lücke muss möglichst gut gefüllt werden und am besten ist diese Erklärung plausibler, einfach verständlich und auch irgendwie attraktiver als die Erklärung, die es vorher gab. Sollten Gründe dargelegt werden, warum eine Fake News existiert oder gestreut wird. Skepsis sollte gefördert werden bei den Lesern. Wie macht man das oder warum macht man das? Damit man mehr Ressourcen darauf aufbringt, zu gucken, was ist denn jetzt wahrhaftiger, die Fehlinformation oder die Korrektur. Das heißt, Skepsis zu fördern, ist immer eine gute Sache.
Dann Quellenüberwachung fördern und Quellen mit hoher Glaubwürdigkeit wählen. Das heißt auch, wir brauchen eine Kommunikation, die sich auf wissenschaftliche Evidenz stützt und adäquat auch auf diese verweist und auch Daten zur Verfügung stellt, mit Quellen arbeitet. Es sollte einfach und verständlich kommuniziert werden, das heißt, Medienschaffende sollten kurz, prägnant und einfach lesbar Dinge präsentieren und Grafiken sowie Bilder sollten genutzt werden, ganz einfach, weil diese das mentale Bild noch weiter unterstützen und meistens klarer sind und weniger Raum für Fehlinterpretationen geben. Festzustellen ist, es reicht nicht einfach Informationen zuhauf in die Bevölkerung hineinzugeben, denn nicht nur das, was Menschen denken, ist entscheidend, sondern das, wie Menschen denken, ist genauso entscheidend. Aus Studien wissen wir, aus Meta-Analysen, es sind Studien über ganz viele andere Studien, daraus wissen wir, dass die Banking-Texte auch wirklich funktionieren können und den Glauben an Fehlinformationen deutlich reduzieren können. Und dieser Effekt ist aber leider so, dass er nicht vollständig die Vorinformation, also die Fehlinformation wegbekommen kann, sondern leider existiert immer noch so ein bisschen Dreck bleibt also immer hängen. Nun möchte ich aber auch darauf eingehen, dass die Forschung nicht nur positive Wirkungseffekte vom Debunking fand, sondern manchmal führt ein Debunking auch zu ungewollten, negativen, gegenläufigen Wirkungseffekten. Diese Versuche, eine falsche Information zu widerlegen, können also auch dazu führen, genau die falsche Information noch zu verstärken. Das Ganze heißt dann Boomerang- oder Backfire-Effekte. Und hier lassen sich verschiedene Formen unterscheiden. Wir haben den Boomerang-Effekt des Vertrauten und die Vertrautheit vergrößert hier die Chance, dass eine Information als wahr angenommen werden. Das wissen wir. Das heißt, wenn man einen Debunking-Text zu lesen gibt, kann es dazu führen, dass die Information noch vertrauter wird und dass eine Person sogar noch verstärkter als vorher an eine Fehlinformation glaubt. Wir haben dann auch noch den Bumerang-Effekt der Informationsüberladung. Und hier ist es so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass umso mehr gegenläufige Argumente man liefern würde, umso wirksamer ist das Ganze. Allerdings ist bei dem Debunking manchmal genau das Gegenteil der Fall und weniger ist hier manchmal mehr. Es liegt daran, dass leicht zu verarbeitende Informationen eher als korrekt akzeptiert werden. Und eine einfache Fake News ist dann eben kognitiv attraktiver als eine verkomplizierte Korrektur. Die dritte Art von Bumerang-Effekten ist der Weltanschauungs-Bumerang-Effekt und der betrifft Personen, die sehr, sehr fest verwurzelt sind in ihren vorherigen Ansichten. Wenn man diese mit Gegenargumenten konfrontiert, kann das auch eben die vorherigen Ansichten noch weiter verstärken. Hintergrund ist eine Theorie, die heißt kognitive Dissonanztheorie und sie besagt, dass wir gewillt sind, Konsistenz in unseren Gedanken zu haben, in unseren Kognitionen. Wenn wir eine Information haben und die passt nicht in das mentale Modell, dann fühlt sich das einfach nicht so schön an. Und dann probieren wir ganz viel Zeit und Gedanken damit zu verbringen, doch gegenläufige Argumente zu finden. Und so dieser Prozess der unterstützenden Fakten, der kann eben dazu führen, dass sich die falsche Überzeugung wieder verstärken. Das heißt, wir haben verschiedene Effekte, die eben auch eine negative Wirkung von dem Debunking besagen können. Ich habe Ihnen jetzt nicht nur theoretische Erkenntnisse mitgebracht, sondern auch was aus meiner aktuellen Forschung. Und zwar habe ich zusammen mit einer Masterstudierenden zwei Forschungsfragen bearbeitet. Und zwar, wenn wir einen Debunking-Text haben, der genau professionell gestaltet ist, wie die ganzen Vorgaben, die ich Ihnen gesagt habe, wie wirkt dieser? Wirkt dieser dann wirklich sehr gut? Und was macht das mit den Backfire-Effekten beispielsweise? Und wir haben uns auch angeguckt, was machen verschiedene Grafiken und Bilder in den Texten? Vielleicht haben die auch was zu tun mit der Überzeugungswirkung. Vielleicht wird diese verstärkt oder sind einem Debunking-Effekt entgegensprechend. Und das haben wir gemacht. Wir haben in einem Online-Experiment in Deutschland an einem repräsentativen Sample 4 verschiedene Mythen mit 4 verschiedenen Bildversionen getestet. Und es ging so, dass wir am Anfang gefragt haben, glauben Sie an diese folgende Mythe? Und die Personen, die daran glaubten, bekamen einen Debunking-Text
Und am Ende wurde wieder befragt, was jetzt mit diesem Glauben los ist. Und wir haben es natürlich nicht nur nach Glauben gefragt, sondern auch in Bezug auf Emotionen und Verhalten und Einflussvariablen mit einbezogen. Sowas wie skeptisch sind die Menschen insgesamt. Also hier eine große Befragung dazu. Und als Beispiel, wie sowas aussah, hier, das wäre ein Debunking-Text zur Gesundheitsmythe, dass Nase hochziehen ungesund ist, und zur Gesundheitsmythe, dass Fingerknacken zu Arthritis führt. In diesem Text, wie gesagt, wurde alles beachtet, was wir aus der Forschung wissen, zu guten Debunking-Texten. Und jeweils gab es immer ein anderes Bild, mal einen Experten, mal ein Röntgenbild, mal ein Diagramm oder mal gar kein Bild. Hier das Beispiel zu den anderen zwei Mythen. Einmal, dass ein Schnaps nach dem Essen gut für die Verdauung ist und dass Lesen bei Dämmerlicht schlecht für die Augen sei. Auch diese Gesundheitsmythen hier widerlegt. Und wir haben nun geguckt, wie wirkt das Ganze. Die Texte und die Bilder haben wir natürlich ausgewählt anhand verschiedener wissenschaftlicher Tests und Kriterien. Bei den Ergebnissen ist jetzt interessant, dass trotz der schlechten Bedingungen das Debunking sehr gut klappte. Das heißt, wir haben danach weniger Glauben an den Mythos als vorher. Warum jetzt schlechte Bedingungen? Schlechte Bedingungen, weil diese Mythen tatsächlich in der realen Welt existierten, weil wir diese Mythen meistens von einer sehr vertrauenswürdigen Quelle haben. Eltern, Großeltern erzählen sowas. Weil diese Mythen öfter gehört wurden und es eine Verzögerung gab zwischen dem Empfang der Mythen und dem Debunking des Ganzen. Es gab eine einflussreiche Drittvariable, also eine Personenvariable, die eine große Rolle spielt, und es war die zugeschriebene Glaubwürdigkeit. Je glaubwürdiger man den Text also bewertet hat, umso besser hat das Debunking geklappt. Und es zeigt, dass es dieses Wirkpotenzial eine komplexe Wechselbeziehung ist, eigentlich zwischen diesen Textvariablen, wie ist der Text und wie und wer ist der Rezipient. Das verwendete Bild hatte keinen Einfluss auf die Überzeugungswirkung. Wir erklären uns das damit, dass die Aussagekraft des Bildes nicht viel höher war als die des Textes. Und wir hatten Backfire-Effekte bei circa einer von 10 Personen. Um zu gucken, was für eine Art von Backfire-Effekt das ist, haben wir uns angeguckt, wie ist die Voreinstellung gewesen. Und wir haben keine extremen Voreinstellungen. Und wir können statistisch auch nicht sagen, dass es von bestimmten Stimulus- oder Personeneigenschaften abhängt. Das heißt, es war ein Backfire-Effekt des Vertrauten höchstwahrscheinlich, weil eben diese Mythen sehr familiär sind und sehr vertraut. Gut, was haben wir bisher gelernt? Wir haben gelernt, wir brauchen also sehr, sehr gute Debunking-Texte, die am besten jeder liest. Wer schreibt denn solche sehr, sehr guten Debunking-Texte? Im Prinzip ist das der qualitative Wissenschaftsjournalismus. Was wissen wir nur über den Wissenschaftsjournalismus? Das ist einer der Ressorts, die am ersten gekürzt werden und auch gekürzt wurden in der Schweiz. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel guten Wissenschaftsjournalismus, der diese guten Texte machen kann. Nun ist nicht nur die Frage, wer macht diese guten Texte, sondern auch, wer liest diese guten Texte überhaupt. Und als Beantwortung dieser Frage habe ich Ihnen die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers 2019 mitgebracht. Das Ganze wird bei uns am Institut wird diese Befragung durchgeführt. Es ist eine repräsentative Befragung von mindestens 1000 Personen aus der Schweiz. Und hier werden verschiedene Fragen zur Wissenschaftskommunikation eben gestellt. Unter anderem, wie stark interessieren Sie sich denn überhaupt für die Themen Wissenschaft und Forschung? Und dabei kam heraus, dass es in der Schweiz ganz gut aussieht. Wir haben ein starkes Interesse, hier eher stark bis sehr stark, also im Vergleich auch zu anderen Ländern ein starkes Interesse an Wissenschaft und Forschung. Und in 2019 ist laut Selbstauskunft das Interesse sogar stärker als beispielsweise an politischen Themen oder an Sportthemen oder an Wirtschaftsthemen. Es liegt natürlich auch daran, wenn man nämlich fragt, woran denken Sie eigentlich bei den Themen Wissenschaft und Forschung, dass viele auch an Medizin denken. Und Gesundheitskommunikation ist ein sehr, sehr interessantes Feld für ganz, ganz viele Menschen in der Schweiz. Wir haben auch gefragt, über welche Kanäle kommen Sie überhaupt in Kontakt mit Wissenschaft und Forschung?
Und es zeigte sich, dass in 2019, im Gegensatz zu 2016, wo diese Befragung schon mal stattfand, jetzt so das Internet mit an erster Stelle ist. 2016 war noch Print an erster Stelle, nun hat das Internet in Bezug auf diese Themen, also dem europäischen Trend folgend, die anderen Quellen überholt. Wir können nun, und das haben wir auch in einer Studie gemacht, die Schweizer Bevölkerung aufteilen in verschiedene Segmente. Und wir haben dann zum einen die Wissenschaftsliebenden, die Science Fields, und das sind ungefähr 28% der Schweizer Bevölkerung. Diese haben ein hohes Interesse an Wissenschaft, ein hohes Vertrauen und eine breite Mediennutzung. Das heißt, wenn wir die Banking-Texte in guten Printjournalen beispielsweise haben, dann lesen am ehesten hier die Wissenschaftsliebenden, aber auch die kritisch Interessierten. Kritisch interessiert sind ganz ähnlich, sie haben auch eine breite Mediennutzung, auch ein ausgeprägtes Interesse, aber sie haben klare Bedenken und möchten der Wissenschaft klare Grenzen setzen. Wie gesagt, diese Segmente sind nach Wissenschafts- und Informationsnutzung und der Wahrnehmung von Wissenschaft quasi erstellt. Wen erreichen wir jetzt vielleicht nicht so gut mit unseren Debankentexten? Glück haben wir bei den passiven Unterstützern, solange die immer noch die Mehrheit sind. In der Schweiz mit 42% haben wir hier eine große Bevölkerungszahl, die sich durch Zeitungen über Wissenschaft und Forschung informiert. Das heißt, auch diese Gruppe können wir eigentlich mit guten Debunking-Texten in der Zeitung erreichen. Bei denen ist es so, sie haben so ein mäßig bis moderates Interesse an Wissenschaft und befürworten grundsätzlich, dass es wissenschaftliche Forschung gibt und diese finanziert wird beispielsweise. Gar nicht erreichen tun wir 13% der Schweizer Bevölkerung, nämlich die Desinteressierten, die haben ein geringes Interesse an Wissenschaftsthemen, klare Bedenken in Bezug auf die Wissenschaft und sind am ehesten und wenn dann überhaupt informiert im Fernsehen und kommen dort mit wissenschaftlichen Themen in Berührung. Das heißt, wir erreichen nicht so viele, aber wenn wir sie denn erreichen, ist die nächste Frage, vertrauen die uns denn überhaupt? Erreichen ist ja die eine Sache, aber ob sie dann uns auch glauben und uns vertrauen, ist die nächste Frage. Und hier muss man auch wieder sagen, ein positives Bild in der Schweiz. Wir haben hier eine große Gruppe und ein hohes Vertrauen in die Wissenschaft. Ein bisschen schlechter sieht es in den Medien aus. Also Frage ist hier, ich finde die Medienberichterstattung über Wissenschaft und Forschung vertrauenswürdig. Hier ist der Mittelwert ein bisschen schlechter, aber im Vergleich immer noch sehr gut. Das heißt, ein Vertrauen ist in der Bevölkerung in Bezug auf Medien und Wissenschaft und Forschung auf jeden Fall da. Wir haben gelernt, wir brauchen ein sehr, sehr gutes Debunking, davon gibt es aber nicht mehr so viel und wir erreichen längst nicht alle Personen. Was könnte uns also noch helfen bei einem erfolgreichen Debunking? Das ist die Aufklärung natürlich der Gesellschaft über Fake News. Das Wichtigste dabei ist es, irgendwie kritisch zu sein, sich vielfältig aus verschiedenen Informationsquellen zu informieren und verschiedene Fragen jeweils immer für sich zu klären. Wer verbreitet eine Information und warum? Wie sind die Nachrichten belegt und was wurde manipuliert? Ich habe Ihnen auch so einen kleinen orangenen Flyer mit in die Wissenschaftsbarometer gepackt. Da haben wir auch so ein bisschen was zusammengetragen, so To-Go-Fragen, ob etwas Fake News sein könnte oder nicht. Ein kurzes Fazit am Ende. Wie sieht nun ein erfolgreiches Debunking aus? Und da habe ich Ihnen aufgezeigt, dass es auf jeden Fall eine hohe Relevanz der Forschung zu den mentalen Modellen, zur Informationsverarbeitung und zu Medienwirkung gegeben. Hier muss auch noch ganz viel passieren in Bezug auf die Verbreitung von Fake News oder wie Fake News im mentalen Modell eingespeichert sind. Also hier eine Relevanz der Forschung, um gutes Debunking erreichen zu können. Wir haben die Relevanz ganz allgemein dieser guten Debunking-Strategien, dass diese auch quasi bekannt sind und durchgeführt werden. Wir haben eine Relevanz des qualitativen Wissenschaftsjournalismus, der wichtig ist, weil er schließlich die Debunking-Texte schreibt. Und wir haben eine Relevanz der gesellschaftlichen Aufklärung. Und damit sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen? Zuerst mal herzlichen Dank, ja. Und
Die Fragerunde ist eröffnet. Wir haben noch Zeit für zwei, drei Fragen. Vielen herzlichen Dank für den spannenden Input. Mich würde sehr interessieren, wie Sie das sehen, wie der Schaden von Fake News und der Schaden von der Erwartung, dass es wo irgendwo Fake News hat, wie der sich verhält. Also wenn ich jetzt so oft das Wort Fake News höre, werde ich paranoid und denke, alles ist Fake. Ist der Schaden größer durch Fake News in der Schweiz oder dadurch, dass wir durch Fake News niemandem mehr vertrauen? Was ist Ihre Ansicht dazu? Meine Ansicht dazu ist, dass Skepsis eigentlich nichts Verkehrtes ist. Ja, wenn man begründete Skepsis hat und Dinge prüft und guckt, wo liegt die wissenschaftliche Evidenz oder gibt es da überhaupt eine Evidenz oder sagt da überhaupt eine Studie was dazu oder ist das einfach nur von irgendjemandem irgendwo her, dann finde ich das prinzipiell sehr gut und etwas Förderungsmäßiges. Deswegen auch dieser Hinweis mit der Aufklärung der Gesellschaft hatte viel damit zu tun, etwas kritisch zu prüfen. Ja, also Menschen darauf hinzuweisen, dass manche Nachrichten falsch sind, finde ich insbesondere in Zeiten, wo sich manche Menschen nur über Social Media informieren, eine ganz wichtige Sache. Sowas sollte auch meiner Meinung nach schon dann in den Schulen gelehrt werden, skeptisch sein, aufzuklären, was sind Fake News, warum werden die mitunter verbreitet, wer verbreitet diese und so weiter. Wenn man eine Studie macht, so wie ihr es gemacht habt, hat man dann nicht das Problem, dass man, wenn man Leute befragt, den Bias produziert, dass Leute sich gerne als nicht Fake News gläubig darstellen möchten? Auf jeden Fall. Man hat immer spezifische Bias in den unterschiedlichsten Versuchen. Soziale Erwünschtheit, natürlich möchten Menschen optimal irgendwie auf Fragen antworten und so weiter. Das haben wir bei Befragungen. Wir hatten in dieser Untersuchung nur den Fall, dass wir Gesundheitsmythen hatten. Das ist noch so ein bisschen was anderes als die normalen Fake News, weil wir sie aus vertrauenswürdigen Quellen haben und so weiter. Also wenn man fragt, woher wissen Sie denn, dass irgendwie so ein Schnaps gut zur Verdauung ist, dann geben ganz viele irgendwie Eltern, Großeltern oder Freunde an und nicht insbesondere zuerst das Internet, wie es bei vielen Fake News der Fall ist. Und den Menschen ist aber, wenn ich sie frage, ja, glauben Sie denn, dass irgendwie so ein Schnaps gut ist für die Verdauung, gehen nicht davon aus, dass ich jetzt kontrolliere, ob jetzt Fake News dabei sind oder nicht. Es waren auch noch viele andere Aussagen, die mitgetestet wurden. Natürlich habe ich nicht nur nach diesen vier Mythen gefragt, sondern da waren auch noch 5 richtige Aussagen und noch 5 andere falsche dabei, sodass nicht herausfindbar war, ob ich jetzt, was ich jetzt richtig finde oder nicht richtig finde und wie diese Befragung weiterläuft. Eine Frage. Sie präsentieren wissenschaftliche, das wissenschaftliche als Fakt und dann dem gegenüber Fake News oder Ansichten, die man debunken soll. Wenn man weiß, dass ja gerade in der Forschung, medizinischen Forschung, Pharmaforschung zum Teil bis zu 50% der Studien, die ja dann als wissenschaftliches Fakt präsentiert werden, gar nicht repliziert werden können, ist nicht da auch ein Bedarf an Debunking dieses Wissenschaftsvertrauen? Natürlich, Fake News ist irgendwie so ein Begriff, den wir jetzt über Nachrichten sehen, aber es gibt auch sozusagen Probleme im Wissenschaftsbetrieb selber. Ja, das Replizierte, es gibt keine Replikationskrise oder dass meistens nur Ergebnisse publiziert werden, die signifikant sind oder wo was rauskommt und die anderen Sachen werden nicht publiziert. Und das ist genauso mit der Wissenschaft und Wissenschaftsinformationen muss man genauso kritisch umgehen. Es gibt nicht die Wahrheit oder den Fakt, das wissen wir in der Wissenschaft, wir können uns immer nur annähern. Und wenn irgendwie 5 verschiedene Studien etwas sagen, muss ich mir trotzdem alle 5 Studien angucken, wie haben die überhaupt gearbeitet. Und hier kritisch mit den einzelnen Studien umgehen und auch mit den Quellen der Studien. Ist es ein Pharmaunternehmen, was haben die davon gehabt? Hat irgendein anderes Unternehmen da auch nochmal irgendwas gemacht? Das ist natürlich so ein Fakt, was ist eigentlich wissenschaftlich gesichert oder nicht gesichert und ab wann ist etwas, glaube ich etwas und ab wann nicht. Und genau, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, wie eigentlich wissenschaftliche Sicherheit aussieht oder nicht. Gerade in Deutschland hat man ja das Problem, dass immer mehr Menschen von Systempresse und Mainstream-Presse sprechen. Wie kann man diese Menschen mit Debunking-Texten erreichen, beziehungsweise sind Debunking-Texte in ihren Systempressemedien überhaupt effektiv, wenn sie dem Medium per se nicht vertrauen?
ja, wenn es eine Vertrauenskrise in den Journalismus gibt, in den freien Journalismus, dann funktionieren auch die Debunking-Texte in der Presse natürlich nicht. Irgendjemand, über irgendwelche Quellen informiert man sich ja aber trotzdem. Sei es eben zum Beispiel über verschiedene Wissenschaftler, die selber etwas sagen und selber bloggen oder ähnliches. Dann klappt natürlich auch ein Debunking direkt vom Wissenschaftler, der sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Mist oder nein, der Coronavirus wird nicht so verbreitet, der wird so verbreitet. Dann haben wir andere Quellen, die genauso gut Debunking machen können, und, aber die dann für den Einzelnen vertrauenswürdiger wirken. Ja. Mich würde interessieren, mit welcher Definition von Fake News Sie gearbeitet haben bei der Studie, weil, also gerade der Fake News selber als Begriff ist ja eher so, ich sage mal, von rechtspopulistischer Seite gekapert und ist nicht das größere Problem vielleicht so eine, nicht eine Fake News, aber so eine extrem krass selektierte Aufbereitung von Informationen zum Zwecke von irgendwie bestimmten Weltanschauungen. Also was haben Sie für eine, wo haben Sie eine Einordnung gemacht, was für Sie Fake News waren und was nicht? Oder haben Sie einfach Beispiele benutzt? Für die Beispiele ist die Definition in Richtung Desinformation, ist so dieser Überbegriff. Also für unsere Untersuchung hatten wir die Definition, dass es ein weit verbreiteter Mythos sein muss und dass es entweder keine wissenschaftliche Evidenz gibt, die dafür spricht, dass das so wäre, oder es gibt keine wissenschaftliche Evidenz quasi überhaupt zu dieser Mythe. Das heißt, Fake News sind dann, wenn ich behaupte, dass etwas der Fall ist, es gibt aber keine wissenschaftliche Evidenz dafür. Ja, nochmals herzlichen Dank, Sabrina Kessler.